Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schaut euch das an, Leute. Wunderbares Wetter heute. Blauer Himmel, ab und zu ziehen ein paar kleinere Wolken durch. Und da liefern eure Balkonkraftwerke natürlich super Ertrag ins Haus. Und noch besser, wenn ihr einen Akkuspeicher habt, dann werden die Speicher gefüllt und der Rest geht dann natürlich in euren Grundbedarf ins Haus. Und ich kann euch nur sagen, ich könnte hier stundenlang auf die Anker-App schauen und sehen, wie mein Anker Solix Solarbank 2 Pro Balkonkraftwerk mit meinem riesigen Speicher, den ich habe, wie das bei dem Wetter im Prinzip nachmittags spätestens schon randvoll ist und wie mein Haus so gut wie nichts verbraucht. Ich kann nur sagen, PV macht irgendwie süchtig. Da gehört irgendwie so ein Warnhinweis dran, wie bei den Online-Wetten. Achtung, PV kann süchtig machen. Es ist wirklich so. Also wenn man das einmal hat, dann ist es wahnsinnig faszinierend, das zu beobachten, wie umsonst hier von der Sonne bei euch der Strom ins Haus geht und ihr dafür nichts mehr bezahlen müsst. Ja, und heute geht es aber eigentlich primär um dieses kleine Ding hier, denn das ändert für euch alles. Das ist ein Anker Solix Smart Meter. Das habe ich ja noch nicht eingebaut gehabt, als ich mir die Anker Solix Solarbank 2 Pro installiert habe. Das Ganze ist jetzt sage und schreibe fast 5 Wochen her und ich habe 4 Wochen auf den Elektriker gewartet und dann war es irgendwann soweit und der Elektriker konnte mir das Smart Meter in meinen Zählerschrank einbauen. Und das klingt immer so einfach und in einer idealen Welt, da läuft das alles auch reibungslos. Aber natürlich, wenn so ein älterer Zählerschrank rappelvoll ist, dann kann es natürlich auch zu Problemen führen. Und so war es bei mir auch. Also heute in diesem Video zeige ich euch erstens, wie haben wir das Ding in den Zählerschrank gekriegt? Was gab es für Probleme? Wie läuft das eigentlich mit dem Smart Meter am Ende? Was habe ich davon? Und dann gebe ich euch noch einen Tipp, wie ihr vielleicht, wenn ihr nur ein Apartment bewohnt, also nur einen kleinen Balkon habt, wie ihr dann trotzdem mit Anker Solix Solarmodulen und einer Solarbank 2 Pro oder auch Plus, wie ihr damit euren Strom selber produzieren könnt, denn das gibt es ganz neu von Anker Solix. Und all das behandeln wir heute in diesem Video, wird also mega spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Also in diesem kleinen Kästchen, da könnt ihr euren Stromverbrauch wirklich aufs Watt genau messen und das sendet das mit dieser kleinen Antenne über WLAN an eure Solarbank 2 Pro und die steuert dann die Ausgangsleistung so, dass genau das, was euer Haus gerade verbraucht, auch eingespeist wird. Kein Watt mehr oder weniger, innerhalb von 3 Sekunden reagiert es. Und mit diesen Stromabnehmern hier, da wird das mehr oder weniger gemessen. Das heißt, ihr müsst an eurer vorhandenen Elektrik eigentlich nichts ändern. Ihr müsst nur diese kleinen Kästchen hier um eure Zuleitung eures Hauses klemmen. Dazu kann man diese aufmachen und dann werden die hier um die Leitung gelegt. Das ist ja meistens so 16 Quadrat oder so. Und 3 Phasen, L1, L2, L3. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Phasen richtig angeschlossen sind und dass auch die Stromrichtung, da ist extra so ein Pfeil drauf hier, dass die eingehalten wird. Und ich kann euch sagen, die Richtung ist from home to grid. Also der Pfeil muss vom Haus ins Netz zeigen. Ganz wichtig. Und dann läuft es. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, es kann beim Einbau durchaus das ein oder andere kleinere Problem geben, was der Elektriker lösen muss. Und so war es auch bei mir. So, hier ist also mein Zählerschrank, befindet sich bei mir im Hauswirtschaftsraum und da muss das Smart Meter also rein, zusammen mit den Stromabnehmern. Und ich kann euch sagen, auf den ersten Blick sah das überhaupt nicht schwer aus, aber der Elektriker hat dann doch ganz schön geflucht. Also Platz hätten wir hier irgendwo. Wir hätten Platz hier. Das ist kein Problem, wir hätten Platz hier. Wir müssen, was wir jetzt nur haben müssen, ist eben die 10 Ampere Absicherung. Das größte Problem, was der Elektriker am Anfang gesehen hat, war, dass bei den Anschlussklemmen mit 16 Quadrat diese Stromabnehmer von dem Smart Meter überhaupt erstmal reinpassten, denn es war da so eng und man konnte halt an diesen Leitungen auch nicht ziehen, weil die extrem starr sind. Und als wir sie dann rumgelegt hatten um die Leitungen, da war noch nicht ganz sicher, ob wir diese Schiene am Ende auch wieder fest. Die Kabellänge haben, um das da wieder reinzukommen. Alle 3 richtig eingebaut. Ja. Und hier besonders wichtig die Richtung der Pfeile. Die Pfeile müssen vom Haus zum Netz zeigen, sonst funktioniert es nicht richtig. Thank you.
Also wir haben von dem FI drei hauptmäßig abgenommen, hier runtergelegt, unten raufgelegt, über die Automaten zum Smart Meter. Und jetzt können wir an sich einschalten. Voller Zählerschrank, mehr geht nicht. Also noch ein Smart Meter kriege ich dann nicht unter. Nein. Das sieht gut aus. Es ist nicht rot. So, nachdem das Smart Meter erfolgreich im Zählerschrank eingebaut wurde, muss man es natürlich noch in die Anker-App integrieren. Dazu öffne ich also die Anker-App und gehe auf Gerät hinzufügen. Dann sucht die App nach den Geräten, findet auch sofort das Smart Meter. Da klickt man drauf und dann wird es aktiviert. Dann muss man das WLAN noch auswählen. So, das war alles erfolgreich. Dann kommt natürlich das unvermeidliche Firmware-Update. Da gibt es eine neue Firmware hier für das Smart Meter. Update wird einmal kurz durchgeführt und wird neu gestartet und erfolgreich. So, jetzt muss ich das dem Anker Solix Solarbank Pro System hinzufügen. Ich stelle die Szene auf Eigenverbrauch und das Ganze ist im Prinzip dann abgeschlossen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt sehen wir, von den Solarpanels kommen 867 Watt, aus dem Netz kommen 0. Und dann passierte was Komisches. Nach ein paar Sekunden gab es bei mir eine Fehlermeldung. Falscher Stromzähleranschluss. Dachte ich mir, haben wir eventuell doch die Stromabnehmer verkehrt rum angeschlossen? Kann ja aber nicht sein, denn für ein paar Sekunden hat ja alles funktioniert. Ja, das war sehr komisch. Was habe ich gemacht? Ich habe einmal die ganze Solarbank 2 Pro resettet. Ja, und dann lief alles normal und das seitdem störungsfrei. Und ihr könnt jetzt übrigens die Solarbank 2 Pro jetzt auch mit bifazialen Modulen bestellen. Die gibt es nämlich auch neu bei Anker. Das hier zum Beispiel ist ein 435 Watt Modul bifazial. Das bedeutet, das Licht kann nicht nur von vorne drauf, sondern die Rückseite ist quasi transparent und die Solarzellen werden auch von hinten unter Umständen durch Reflexion mit Sonnenlicht versorgt. Und dadurch kann man, wenn alles wirklich ideal läuft, bis zu 30% mehr Energie aus so einer Solarzelle holen. Das heißt, auch bei schlechteren Sonnenverhältnissen, Lichtverhältnissen, kommt sowohl von vorne als auch von hinten Sonnenlicht rein. Und das steigert natürlich auch den Ertrag. So, das ist also meine Anker Solix Solarbank 2 Pro mit 4 Erweiterungsmodulen, macht zusammen 5 mal 1,6 Kilowattstunden, in Summe 8 Kilowattstunden. Ja, da fragt ihr euch natürlich, ja, wieso 8 Kilowattstunden für ein Balkonkraftwerk? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja und nein, aber man merkt halt schon, dass gerade an so sonnigen Tagen wie heute, so nachmittags, die 8 Kilowattstunden auch schon mega voll sind. Und ich kann über die Nacht doch mindestens 50% davon auch verbrauchen, weil ich einen relativ großen Grundverbrauch habe. Außerdem lade ich natürlich auch manchmal zum Beispiel meinen E-Roller damit oder über diese Schuko-Steckdose kann ich mit 1000 Watt Ausgang auch mein E-Auto mal laden oder Haushaltsgeräte betreiben. Und wir hatten tatsächlich vor ein paar Wochen mal einen Stromausfall, weil hier irgendwo ein Kabel gekappt wurde. Und der dauerte nicht 10 Minuten, nein, der dauerte fast 2,5 Stunden und das war richtig ärgerlich. Und dann konnte man hier mit dieser Notstromversorgung von der Anker Solix Solarbank 2 Pro mit 1000 Watt zumindest sowas betreiben wie einen Staubsauger, eine Kaffeemaschine, Licht oder sonst irgendwas, den WLAN-Router anschließen. Das ging alles. Ich kann euch aber nur sagen, man muss aufpassen. 1000 Watt ist zwar die Dauerleistung, aber gerade die Spitzenleistung, so Stromspitzen beim Einschalten von Elektrogeräten, das mag die Solarbank 2 Pro gar nicht, dann schaltet sie in den Störungsmodus und dann muss man sie mehr oder weniger resetten. Da läuft sie natürlich wieder, aber wenn man hier zu viel Leistung abfordert, ja, das mag sie nicht. Also Anlaufströme, da muss man aufpassen. Also was ich ja richtig gut finde, ist, dass es mittlerweile für jeden Platzbedarf das passende Balkonkraftwerk gibt. Also wenn ihr jetzt so ein kleines Apartment bewohnt mit einem kleinen Balkon, wo ihr gar keine großen Module aufhängen könnt oder auch gar nicht dürft, dann gibt es jetzt hier diese flexible Lösung. Das sind flexible Solarmodule. Hier, die wobbeln richtig und das hat 225 Watt hier. Und es gibt so ein Solarbundle von Anker Solix mit 4 von diesen Modulen, speziell für Apartments. Die könnt ihr in Reihe schalten und zusammen mit der Anker Solix Solarbank 2 Plus, die nur 2 MPPP-Tracker hat, da könnt ihr dann 4 von diesen Modulen, das sind dann also 1000 Watt, an die Solarbank 2 Plus anschließen. Und habt dann auch einen Speicher dabei und ihr habt zwar dann vielleicht keinen Smart Meter, aber es gibt solche Steckdosen, so Smart Steckdosen, die sind im Bundle dabei, bis zu 3 Stück.
Und mit denen könnt ihr dann auch den Stromverbrauch von bis zu 3 Elektrogeräten in Echtzeit an das Balkonkraftwerk übermitteln, an den Speicher. Und der speist dann auch nur das ein, was ihr gerade verbraucht, zumindest diese 3 Geräte. Also das finde ich auch eine super flexible Lösung und gerade für Leute, die keinen großen Balkon haben, echt super. Und dann wollen wir uns mal angucken, was an so einem Tag wie heute, super schönes Wetter, blauer Himmel, zumindest fast blauer Himmel, was die Anlage so liefert. Ich muss dazu sagen, ich habe ja noch eine kleinere Bestandsanlage auf dem Dach. Das heißt, das Balkonkraftwerk ist nicht das einzige System. Die Bestandsanlage liefert 3,6 kW Peak, hat aber keinen Speicher, ist auch schon älter. Und die wird natürlich hier mitgemessen. So, in der Anker-App sehen wir, dass gerade 1479,78 Watt von meinen Solarpanels kommen. Ich habe ja 4 IBC-Panels, 445 Watt von Anker. Und insgesamt hat die Anlage, also das Balkonkraftwerk, 1780 Watt Peak. Ja, und davon geht alles in den Speicher. Der ist jetzt zu 53% gefüllt. Es geht nichts, oder das Zuhause verbraucht quasi nichts aus dem Speicher im Moment, weil alles das, was das Haus verbraucht, wird von meiner Bestandsanlage geliefert und ins Netz gehen sogar gerade 2558 Watt. Das sind die 2558 Watt, die ausschließlich von meiner Bestandsanlage kommen. Denn die Solarpanels von meiner Solarbank, die pumpen alles in den Akku, wie man hier gerade sieht. Also das funktioniert also auch, wenn man eine Mischanlage hat aus Balkonkraftwerk und Bestandsanlage. Also Hauptsache der Smart Meter zählt eben die richtige Energiemenge, die ins Haus geht, beziehungsweise aus dem Haus rausgeht. Und genau das passiert hier. Es ist also wunderbar, genauso wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und von daher ist das für mich wirklich das ideale System, auch die ganze Übersichtlichkeit in der App. Und wenn ich jetzt mal runterscrolle, dann seht ihr jetzt hier gerade, heute habe ich 2,45 Kilowattstunden Solarenergie schon erzeugt. Davon ging fast alles in den Speicher, nur ein minimaler Anteil ging ins Haus. Und ins Netz ging auch fast gar nichts, also wenn überhaupt, dann eben ins Haus oder in den Speicher. Im Moment ist es so, ich kann mal kurz mal gucken, was haben wir denn in dieser einen Woche, wenn ich mal auf Monat gehe. So, ich bin jetzt hier auf dem Monat August, das läuft ja seit dem 31.07. das Smart Meter. Dann sehen wir, dass ich 61 Kilowattstunden Solarerzeugung habe. Wenn ich auf Haus schalte, dann sehen wir, dass das Haus 73 Kilowattstunden bekommen hat. Und die Energiequellen waren 53% vom Speicher, 15% von der Solaranlage und 30% vom Netz. Also 22,5 Kilowattstunden habe ich aus dem Netz bezogen. Das war immer dann, wenn die Verbraucher einfach mehr Leistung angefordert haben, als das System liefern konnte. Oder das vielleicht dann doch mal zu schlechtes Wetter war. Aber ansonsten 30% ja, Verbrauchsquote aus dem Netz, 70% Eigenverbrauch, das lässt sich mit Sicherheit noch steigern. Also ich will auf mindestens 80% kommen. Mal sehen, ob ich das hinkriege über die längere Zeit. Aber das sind schon mal Daten nach der ersten Woche, die für mich extrem vielversprechend sind. Mit den Leistungsdaten und dieser Flexibilität, also ich weiß nicht, was ich da noch dran zu meckern hätte. Ja, soweit erstmal meine kurzen Erfahrungen mit dem Smart Meter der Anker Solix Solarbank 2 Pro. Lief ja erstmal eine Woche und der Langzeittest, der folgt mit Sicherheit noch, also frühestens im Oktober. Ein bisschen Zeit muss ich dem System ja schon geben. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Anker-System. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.